Ich freue mich sehr, mit Ihnen hier zu sein und ich muss um ein bisschen Geduld mit meinem Deutsch bitten. Ja, ich bin nur seit ein paar Jahren hier. Ja, so wie früher gesagt, ich bin mit FOCUS, das heißt Fellowship of Catholic University Students. Unsere Mission ist einfach, das Evangelium überall mit Universitätsstudenten zu teilen und ihnen beizubringen, wie sie die Wahrheit, Hoffnung und Freude, die sie in Jesus Christus gefunden haben, mit ihren Kollegen jetzt und danach während ihres gesamten Erwachsenenlebens teilen können. Wir tun dies, indem wir Teams von jungen Missionaren an Universitäten schicken, wo sie mit Universitätsseelsorgern zusammenarbeiten, um Studenten in lebenslange katholische Mission hineinführen. So ein bisschen von unserer Geschichte. Aber bevor wir zu tief hineingehen, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn Sie grenzenlose Ressourcen hätten, so Geld, Mitarbeiter und so weiter, wie würden Sie so viele Menschen wie möglich mit der Botschaft des Evangeliums erreichen? So, nimm eine Minute oder so und bitte reden Sie miteinander. Okay, danke. Kann ich ein paar Beispiele haben? Ich würde junge Leute aus lebendigen Kirchen einladen und Sommercamps mit ihnen machen, hier mit deutschen und österreichischen jungen Leuten zusammen. Ich habe das erlebt in Krakau, fromme junge Kinderinnen, kleine Mädels. Inneren kleine Mädels kamen zusammen mit wilden Jungs aus Irland. Die Iren waren unbekehrt und ziemlich rau. Und innerhalb von 10 Tagen waren die die frömmsten Katholiken, die man sich vorstellen kann. Danke, danke. Vielleicht noch eine? So. Zum Beispiel. Also ich habe das mal, mir ist das deutlich geworden, ich denke immer, ich bin so unfertig, oder? Ich bin noch nicht so weit, ich müsste noch irgendwie weiter wachsen und keine Angst zu haben, während der Herr selber mich noch bearbeitet, andere Menschen zu begleiten, sie zum Herrn zu führen, dass die andere wieder begleiten. Ja, schön. Super. Vielleicht noch eine, ja. Danke. Also ich denke, man könnte über Plattformen, also die sozialen Medien nutzen und Plattformen schaffen, wo sich Leute einbringen und austauschen können. Ja, sehr schön. Danke. Ja, danke. Es gibt sicher viel mehr Ideen und Möglichkeiten. Ja, der Geist bewegt sich in viele verschiedene Weisen. Ich habe heute nur eine sehr einfache Beispiel eigentlich. Es ist ja von meiner Perspektive und auch von FOCUS. Ja, so wir werden 2 Möglichkeiten, die Welt für Christus erreichen, vergleichen. Die erste nennen wir Super Evangelist und die andere Spiritual Multiplier. So dieser Super Evangelist hier, Papst Franziskus, er kann viele Menschen erreichen durch Medien, durch seine Predigten, durch seine Reisen und so. Er kann Tausende von Menschen erreichen und aufbauen als junger Jesu.
die Spiritual Multiplier hier, unsere Johanna. Sie kommt aus Wien und ist Medizinstudentin. Sie hat eine tiefe Begegnung mit Jesus gehabt und will andere Menschen in diese Freude und Beziehung auch einladen. Sie hat nicht so viel Zeit neben ihrem Studium und kann nicht Tausende von Menschen erreichen, obwohl ihr Instagram-Konto sehr beliebt ist. Aber sie kann viele Menschen, Entschuldigung, sie kennt viele Menschen von ihrem Studium und Freundeskreisen. So, sagen wir zum Beispiel, dass unser Super-Evangelist Papst Franziskus kann 1 Million Menschen pro Jahr erreichen und Johanna 2. Johanna beginnt eine kleine Bibelgruppe mit 6 Freundinnen. Nach diesem Jahr sind 2 bereit, ihr ganzes Jahr Christus zu geben, ihm nachzufolgen und auch ihre Freundinnen einladen, Christus kennenzulernen. Johanna baut die beiden in ihrem Glauben und ihren Evangelisationsfähigkeiten auf. Jeder beginnt eine neue Bibelgruppe und dann das nächste Jahr sind 2 von jeder dieser neuen Bibelgruppen bereit, Ja zu sagen. Es fängt langsam an, aber nach 24 Jahren haben die Spiritual Multipliers mehr Menschen insgesamt erreicht als der Super Evangelist. Wow. In Realität funktioniert es nie genau wie am Papier, aber mit diesem Weg der Spiritual Multiplier ist es wie mit dem Senfkorn, der zum großen Baum wächst. Für die, die von Numa nicht so begeistert sind, aus einer anderen Perspektive, durch diesen Weg ist jede Person gekannt, geliebt und begleitet. So Johanna begleitet Clarina und Elisabeth und Elisabeth begleitet Julia und Magdalena. Sie sind befreundet, sie teilen Leben zusammen, sie gehen zusammen nach Christus. Sowohl der Super Evangelist als auch der Spiritual Multiplier sind wichtig in der Kirche. Menschen sind begabt in verschiedene Weisen und Menschen werden erreicht auf verschiedene Weisen. Ich rede von dieser Spiritual Multiplication, weil es unsere Hauptsache in Fokus ist. Fokus ist keine Gemeinschaft oder Bewegung mit einem bestimmten Charisma oder Spiritualität. Wir versuchen einfach so zu leben, wie Christus selbst gelebt hat. Dass er für 3 Jahre mit 12 Freunden Camping gegangen ist. Sie haben das Leben zusammen geteilt, zusammen gegessen, geschlafen, sie sind zusammen gereist. Währenddessen hat Christus das Beten beigebracht und sie zu seinem Vater geführt. Nach seinem Tod und Auferstehung hat er die Aposteln in die Welt geschickt, sodass sie weitermachen und an seiner Mission teilhaben können. Christus könnte die Welt retten in anderen Weisen, zum Beispiel zu jeder Person erschienen. Aber er hat die Aposteln so ausgebildet, dass sie eins mit ihm waren und deswegen könnten andere einladen, an ihn zu glauben. Wenn Christus sich so entschieden hat, die Welt zu retten, dann sollen wir auch den Meister nachahmen. Es ist etwas Wiederholbares und für alle möglich. Es dehnt unsere Liebesfähigkeiten, so tief andere zu lieben und zu begleiten. Unser Herz wird seinem Herz ähnlicher. Ein bisschen zur Focus' Geschichte. Focus hat in 1998 mit nur 2 Missionare an Benedictine College in den USA begonnen. Heutzutage haben wir mehr als 730 Missionare an 160 Universitäten in den USA. Letztes Jahr haben mehr als 23.000 Studierende an Bibelgruppen teilgenommen. Aber wie funktioniert genau dieses Modell? Junge Absolventen werden jeden Sommer in den USA ausgebildet. Es gibt 4 Ausbildungsbereiche: menschliche, intellektuelle, geistliche und apostolische. Dann schicken wir Teams von 4 Vollzeitmissionare an eine Universität. Wir fokussieren auf Universitätsstudenten auf 3 Gründen. Erstens, Universitätsstudenten sind in einem wichtigen Teil ihres Lebens.
Während dieser Zeit treffen sie, vielleicht zum ersten Mal, unabhängig von ihren Eltern, große Entscheidungen. Arbeit, Ehepartner, moralische Werte und so weiter. Eine Beziehung mit Christus kann diese Entscheidungen und ihr weiteres erwachsenes Leben positiv beeinflussen. Zweitens, Universitätsstudenten sind auch verfügbar, besonders bevor sie Familie oder Arbeit haben. Sie haben leichte Zeit für eine Bibelgruppe und auch für Gemeinschaft, in der sie lernen, was es heißt, als Jünger Jesu zu leben. Drittens, beeinflussen junge Erwachsene die Welt. Nach ihrer Universitätszeit werden sie in die Welt gehen und eine lebendige Gottesbeziehung in ihrer Arbeit, ob Ärzte oder Anwälte, bringen. Wenn die zukünftigen Führerspersönlichkeiten der Welt in Christus verwurzelt sind, dann wird auch die Kultur positiv beeinflusst. Weil diese Studierenden so wichtig sind, schicken wir Vollzeitmissionare an Universitäten. Und sie haben die Kapazitäten, mehr Leute zu erreichen, ohne andere Verpflichtungen. Vor 3 Jahren haben wir eine Einladung von Kardinal Schönborn in Wien und Bischof Krautwaschel in Graz bekommen, in ihren Diözesen als Missionare zu arbeiten. Kardinal Schönborn hat uns Amerikanern gesagt: Europa hat euch den Glauben gegeben. Jetzt ist die Zeit, es zurück nach Europa zu bringen. Wir haben zusätzliche Standorte jetzt in Irland, England und 2 in Deutschland, in Passau und in Bonn. Wir freuen uns sehr, ein Teil von Gottes Wirken in Europa zu sein. Auf diesem Bild können Sie sehen ein paar Statistiken von den letzten 3 Jahren in Europa. Ja, es ist wunderbar, es anzuschauen. Wir waren uns ja nicht sicher, wie es gehen hier in Europa würden. Universitäten sind anders, es ist eine andere Kultur. Aber ja, wie Pater Simon hat auch gesagt, Studenten nehmen teil an dieser Mission auch. Es gab in den letzten 3 Jahren 27 Bibelgruppen von Studenten geleitet. Ja. Zusätzlich haben wir in den USA eine Erneuerung von Berufung gesehen. Von Focuses Anfang bis heute gibt es ungefähr 870 Entscheidungen, einer geistlichen Berufung zu folgen. Es gibt Diözesanpriester, die Focus-Studenten oder Missionare waren, Ordensschwestern und Ordensmänner von vielen verschiedenen Orden und viele glückliche Ehepaare auch. Wenn Leute Christus begegnen durch die Schrift, das Gebet und Glaubensgemeinschaft, finden sie heraus, wofür sie geschaffen sind und haben den Mut, Ja zu sagen. Ja, wir möchten auch, was wir mit Focus machen, nicht nur für diese Studenten oder Missionare halten, aber auch, dass es für die ganze Kirche offen ist. Deswegen haben wir viele von unseren Sachen auf eine Website, so focusequip.org. Ich habe es nicht geschrieben, aber im Internet haben wir viele Bibelgruppenmaterialien und auch Jüngerschaftmaterialien auch. Wir haben auch jeden Jänner eine Konferenz. Und ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser Konferenz einladen dieses Jahr. Dieses Jahr heißt es Student Leadership Summit oder SLS. Aber es ist nicht nur für Studierende. Es gibt auch verschiedene Bahnen für Pfarrermitglieder und Priester. Es wird von 30. Dezember bis 3. Jänner in Phoenix, Arizona in den USA stattfinden. Diese Woche ist eine intensive Ausbildungszeit für Missionsfähigkeiten. Man lernt darüber und dann übt es genau dort in dieser Konferenz mit einer kleinen Gruppe. Nach dieser Zeit werden sie bereit zurückzukommen und das, was sie dort gelernt haben, in ihre eigene Gemeinschaft einzubringen. Es gibt Gruppen von jedem Fokusstandort in Europa, die mitfahren, und sie können gerne anschließen und mit einer dieser Gruppen mitfahren. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ja,
also ich und meinem Kollegen John Merkel sind auch hier und verfügbar. Ja.